Dem verregneten Kanal vom guten Boris 82 zu einem neuen Video mit der mir an dieser Stelle und wir führen unser kleines X-Rated Overview 2024 weiter, heute mit den Nummern 61 bis 90. Ja? Ich nehme mal schnell noch einen Schluck Kaffee. Ja? Es gießt wie aus Eimern draußen tatsächlich, seit Tagen tatsächlich. Deswegen ist es eine gute Gelegenheit, es sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben und mit euch durch die wunderbare Welt des großen roten X zu reisen. Jetzt in der, ist es die dritte Folge? Ich glaube, ne? Folge 3 müsste es sein. Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte, ich weiß es nicht so ganz genau. Aber sowas in ungefähr wollen wir uns eigentlich gar nicht lange aufhalten, sondern direkt fortfahren mit der Nummer 61 und was für einem Titel tatsächlich. Die Nummer 61 ist nämlich 5 blutige Stricke. Vengeance, einer der besten Western, die ich kenne. Ja, da muss man X-Rated sehr dafür danken, dass wir den bekommen haben. Sonst würde ich den nämlich nicht kennen. Ja, tatsächlich, also den habe ich zum ersten Mal hier bei X-Rated gesehen. Ich muss mal schauen, dass das nicht so spiegelt. Und das ist ein fantastischer Rache-Western, den ich euch nur empfehlen kann. Vengeance, mit Rocco kam der Tod. Genau, so hieß er auch, ein hervorragender Rache-Western. Wirklich ganz hervorragend. Müsst ihr auch mal wieder gucken. Ja, jetzt wo ich ihn so sehe, hätte ich auch mal wieder Bock. Hier in der 66er Auflage. Das Ganze mit 2 Filmen. Ein Call für 100 Särge ist hier auch noch drauf. So steht es zumindest auf dem Backcover. Hier sehen wir das auch durch die 65 von 66. Da drin haben wir die Nummer. Sieht dann so aus. Und da haben wir dann einmal den Spine, eine wunderschöne UFA-Sterne-Box von 5 blutige Stricke. Gab es auch in dieser Auflage. Das war auch die erste, die ich hatte. Und die war super, denn da war auf der Disc 2, hier stehen wir, hier steht es auch, oder hier sehen wir es auch. Das habe ich mal kurz kombiniert. Beichtet, Freunde, der Italo-Western kommt. 115-minütiger Streifzug durch den Italo-Western. Genau, mit fast 2 Stunden Western-Trailern. Fantastisch, ja. Dazu dieser hervorragende Western und dann noch fast 2 Stunden Trailer. Da ist alles dabei, was man sich vorstellen kann. Das sah dann so aus, das Ganze. Und wie gesagt, kann ich nur noch mal wärmstens empfehlen. Ein fantastischer Western hier aus der X-Rated Italo-Western-Serie. Nummer 1 und machen weiter mit der Nummer 62 und einem relativ bekannten Film, Die Nonne von Verona. Ja, Nonploitator. Nonploitator musste man immer mögen. Ja, das war immer so ein bisschen ein schwieriges Feld, auch für mich. Da gab es gute, da gab es schlechte. Die Nonne von Verona ist einer der besten, würde ich sagen. Zumindest einer der bekanntesten, die kennt man. Lief auch durchaus schon mal im Fernsehen. Also bei Verona bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die Nonne von Monza auf jeden Fall. Die Nonne von Verona weiß jetzt nicht ganz genau, aber das ist auch schon ein Begriff. Also sagt mir schon was, auch wenn man sich jetzt damit nicht befasst hat. Ja? Das Ganze ist die X-Rated Nonploitation Serie Nummer 1 mit diesem wunderschönen Motiv, ja, wie wir das hier schon sehen. Cooles Ding eigentlich. Auf 222 Stück limitiert. Ich habe hier die Nummer 184, da unten steht's. Hier haben wir dann einmal den Spine und die Nonne von Verona und machen weiter mit der Nummer 63 und Puppet Master 3, der Fluch des André Toulon. Ja, ein sehr schöner Puppet Master Teil, auch einer der besten mit, muss ich sagen. Die hat mir sehr gut gefallen, wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Die waren auch nicht alle gut, aber den dritten fand ich ganz angenehm. Muss ich sagen, gab es auch mal ein Slim Digipack von NSM, glaube ich. Da hatte ich den zuerst. Gibt es auch hier von X-Ray diesen wunderschönen Motiv. Ja, das Ganze, wie gesagt, mit der Nummer 63, eine Full Moon Produktion. Ja, das Ganze ist ja hinlänglich bekannt. Puppet Master 3. Wir können auch durchaus mal reinschauen, so ist es ja nicht. Ja, da haben wir dann einmal die Disc dazu. Und machen weiter mit der Nummer 64 und der Nonnenspiegel. Sex und Gewalt hinter Klostermauern. Hier die X-Rated Nonploitation Serie
Nummer 2, das ist hier das erste Cover, das ist auch das erste Cover, das ich hatte. Das konnte man damals noch über einen Telemovie-Shop bestellen, das weiß ich noch, da habe ich den auch bestellt. Das ist das Einzige, an was ich mich so wirklich erinnere. Ja, ein ganz guter Nobloitator, der mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Nicht einer der besten, würde ich sagen, aber bodenständig, ja. Wenn man schon einen Nobloitator guckt, dann konnte man auch den neuen Spiegel getrost sichten. Sieht dann so aus, das Ganze. Ja, schön gezeichnetes Motiv übrigens. Ja, das gefällt mir sehr gut. Da habe ich aber noch Möglichkeiten. Nämlich hier einmal ein Bavaria-Nachbau. Der sieht dann so aus. Das ist jetzt das 66er-Cover. Das gefällt mir natürlich etwas besser, muss ich dann auch schon gestehen. Ja, ein sehr schönes Teil. Hier hinten haben wir dann die Limitierung auf 66 Stück. Einmal den Spine. Der Inhalt müsste identisch sein. Wir können trotzdem mal reinschauen. Ich habe hier übrigens die 29 von 66. Da steht es drin. Und die Disc identisch, ne? Wie ich es mir schon dachte. Und da gibt es noch dieses Motiv. Das sieht dann so aus. Das hat mir jetzt, glaube ich, am wenigsten von allen dreien gefallen. Obwohl es auch gar nicht schlecht aussieht. Auch hier eine 66er Auflage. Hier steht es hier oben. Ja, da kann man sich quasi für ein Cover entscheiden dann, ne? Was einem am besten gefällt. Ich habe hier 3, weil X-rated. Hier sieht die Disc auch etwas anders aus. Ich habe hier die 33 von 66. Nämlich hier. Ja, und die Disc hat sich soeben verabschiedet. Augenblick bitte. Und sieht dann so aus. Wenn wir sie schon mal in der Hand haben, können wir das auch mal zeigen. Ja, hier steht Special Edition drauf. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Als Extras gibt es einen Kinotrailer, Bildergalerie und eine erstmalig deutsche Super 8-Version. Ja, cooles Ding. Gibt es nichts. Ja. Und der neue Spiegel. Und die Nummer 65, Demonic Toys. Und es ist wieder Full Moon-Zeit. Ja, die Full Moon-Filme waren immer, hatten hier einen ganz besonders eigenständigen Stil. Ja. So auch dieser hier. Auch das ein eigentlich recht schöner Horrorfilm, der hat mir ganz gut gefallen. Nichts Weltbewegendes an dieser Stelle, muss man auch schon sagen. Aber eigentlich eine coole Sache. AD4 hat es dann später auch nochmal aufgegriffen. Da gab es dann die ganze Reihe davon. Hier haben wir dann schon mal den ersten, ja, von Charles Band produziert, Demonic Toys. So sieht das Ganze dann aus mit der Nummer 65. Und machen weiter mit dem nächsten Nobloitator und der Nobloitation-Serie Nummer 3, Flavia, der Leidensweg einer Nonne oder Nonnen bis aufs Blut gequält. Das war auch das erste Mediabook von X-Rated, das es gab. Das war dieser Film, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Hier habe ich das Doppel-DVD-Set. Das sieht dann so aus. Auf der DVD 2 ist Flavia La Monaca, oh Gott, Musulmana. DVD-Soundtrack von 73, also gibt es dann mit Soundtrack das Ganze in einer Doppeldisc. Das ist ein bisschen schwierig, weil sie hier halt übereinander liegen. Ne? So sieht das Ganze dann aus. Jetzt lege ich das mal dahin und dann haben wir hier den Soundtrack noch. Wie gesagt, ich will es gar nicht so kompliziert machen eigentlich, weil das immer ein bisschen schwierig ist. Da gibt es auch das 66er-Motiv, das sieht dann so aus. Ja. Das hat mir auch sehr gut gefallen, das Ganze hier. Ja, den Rahmen finde ich schon sehr schön. Also das ist schon eine sehr schöne Box geworden. Hier sieht dann der Spine so aus in dem Fall. Ja, und das 66er-Motiv. Und dann gibt es noch eine spätere Auflage, nämlich ein UV-Punkte-Design. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Nachbau ist, das kann ich euch nicht sagen. Castagnard hat die Gezüchtigte, da steht es dann auch so drauf. Geliebt, gehasst, gefoltert und geschändet. Jawohl, so ist es auch. Das Ganze ist dann auf 44 Stück limitiert. Hier haben wir dann einmal den Spine. Hier unten ist dann die Limitierung, da kann man das dann sehen. Und dieses Covermotiv. Und weiter geht es mit der 67 und einem Film von Lucio Fulci, Amulett des Bösen. Der war gar nicht mal so schlecht, wie er oft mal gemacht wird. Ja, es ist natürlich einer von Fulcis weniger bekannten und auch weniger reißerischen Filmen. Aber da darf man sich nicht täuschen lassen. Ja, die Momente hat er gehabt und auch den typischen Stil des italienischen Horror-Großmeisters, sagen wir mal, an dieser Stelle.
ein bisschen schwierig, hat er auch schon gehabt. Also es ist ein typischer Fulci, ist natürlich jetzt nicht mit seinen großen oder berüchtigsten Filmen zu vergleichen, aber dennoch ganz gut mit dem einen oder anderen Effekt und diesem hervorragenden Cover vor allem. So sieht es dann aus. Hieß auch Manhattan Baby, ja, aber hier haben wir ein hervorragendes Motiv von X-Rated bekommen und einen Film von Lucio Fulci und machen weiter mit der 68 und Evil Dead Trap 2, Hideki the Killer. Über Evil Dead Trap haben wir ja schon gesprochen, den gab es ja in der Reihe schon. Hier haben wir dann den zweiten Teil. Auch hier ist dann eine Bonus-Disc mit drin, nämlich auch der Soundtrack, genau, plus Bonus-CD. Das Ganze sieht dann so aus, war auch gar nicht schlecht, hat mir nicht ganz so gut gefallen wie der erste, aber auch hier wieder asiatisches Horrorkino vom Feinsten. Den konnte man sich wirklich getrost anschauen. Ja, da gibt es gar nichts. Und weiter geht es mit Torso, die Säge des Teufels. Ja, fantastisch. Ein fantastischer Sexploitator. Der ist auch sehr bekannt. Also den gab es auch in sehr vielen Auflagen. Der Film war absolut grandios. Ja, ein sehr schönes Teil. Auch hier eine wunderschöne Box mit einem hervorragend gezeichneten Motiv. Auch da gab es natürlich dann auch andere Auflagen. Ich meine, auch von NSM gab es da ein Slim Digipack. Habe ich mir ziemlich sicher, dass es so war. Aber hier natürlich greift man in meinem Fall zur großen Hardbox von X-Rated. Da ist man bedient. Hervorragendes Bildformat. Wir sehen ja auch an der Ausstattung. Packe voll. Ja? Also hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Und machen weiter mit der Nummer 100, mit der Nummer 70 und Papaya, die Liebesgöttin der Kannibalen. Ein Film von Joe D'Amato und ein Film von Joe D'Amato, der leider gar nicht funktioniert hat. Ja, diese Kannibalen, Inselfilm, Kannibalen, Erotik-Themen, die er gerne vermischt hat. Bei Papaya nicht exklusive, sondern oftmals versucht. Das konnte schon funktionieren. Wie bei Black Emmanuel und die letzten Kannibalen, da hat es eigentlich ganz gut geklappt. Das war ganz, ganz bodenständige Produktion. Bei Papaya hat es meiner Meinung nach gar nicht gut funktioniert. Ja, da quälen wir uns ein bisschen durch 90 Minuten Langeweile. Tatsächlich muss man sagen, es passiert jetzt nicht wirklich was. Ja, auch die Kameraführung von Joe D'Amato, und so, die ich sonst immer sehr fantastisch finde, ist hier nicht ganz so gut ausgeprägt. Also, ja, es ist ein kleiner 0815-Film. Ich glaube, dass er auch untergegangen wäre. Den gab es aber damals auf Video von JPV Austria, wenn sich einer noch an dieses Bootleg-Label erinnert. Schund an dieser Stelle. Aber damals, für den späten VHS-Sammler, so wie für mich auch, war das natürlich eine großartige Fundgrube. Da gab es halt alles, was irgendwie relevant war, ja, im Horrorfilmbereich mit anderem Titel versehen, aber ungeschnitten auf VHS für relativ erschwingliches Geld zu kaufen. Und da gab es eben auch Papaya von JPV Austria. Und wer vorher die Rache der Kannibalen lebendig gefressen und ein Toter hing am Glockenseil, so hieß er, glaube ich, von JPV, geguckt hatte, der war sich sicher, hier wartet etwas auf mich. Nämlich die Liebesgöttin der Kannibalen. Und den muss sie natürlich sehen. Und ja, was soll ich sagen? Ich war enttäuscht. Ein paar Jahre später, mit dem nötigen Abstand dann auch und einer großen Vorliebe für die Filme des Joe D'Amato, finde ich ihn etwas besser gutierbar. Ja, ich finde ihn jetzt nicht mehr ganz so enttäuschend wie seinerzeit. Aber trotzdem einer der schwächeren D'Amatos, muss man sagen. Trotzdem hier die Joe D'Amato-Serie Nummer 2. Denn das ist alles, was ich euch hier erzähle, immer nur subjektiv. Ob der gut war oder nicht, das müsst ihr schon selbst entscheiden. Ja. Und weiter geht's. Oh, ja, mit der Nummer 71 und Knochenbrecher im Wilden Westen. Ja, genau. Der Mann mit der Kugelpeitsche, so hieß der auch. Ja, wenn man den noch nicht gesehen hat, dann hole man das bitte nach. Das ist eine Mischung aus Eastern, Western. Ein absoluter Trash-Heuler mit einer Synchro zum Niederknien. Den muss man einfach mal gesehen haben. Der Film war absolut fantastisch. Relativ hart. Die Sprüche waren Bud Spencer-like vom Feinsten. Also die Synchronisation hätte schon alleine einen Oscar verdient. Dieser Film war absolut super. Ja, der Gelbe ist super. Hier steht, der Gelbe fliegt super. So ist es auch. Ja, mit einem hervorragenden Klaus Kinski. Und einer DVD-Produktion, die im Kopf bleibt, nämlich hier hat man das Loch der Disc genau in die Fresse vom guten Klaus hinein projiziert. Bin mir ziemlich sicher, dass das Absicht war, weil sowas kann
fast schon kein Zufall mehr sein, muss man sagen. Ja, aber nochmal hier meine ganz klare Empfehlung. Das ist natürlich ein fantastisches Machwerk. Den habe ich schon so oft geguckt. Der war einfach super. Ja, der gelbe ist super. Hier aus der X-Rated Italo-Western-Serie Nummer 2. Und machen weiter mit Terror House und einem Film mit David Warbeck und Jeanette Agren. Ne? Genau, da steht es auch. Ja. Ich muss mich da immer so ein bisschen. Nein, nicht, dass ich mich da verhaspel. Das geht bei mir auch mal ganz schnell. Ich bin doch nicht so der Schauspielmann. Ja, zwei Darsteller, die man kennt. David Warbeck sowieso aus Über dem Jenseits, also die Geisterstadt der Zombies. Da hat er eine tragende Rolle gespielt. Jeanette Agren kenne ich dann vor allem aus. Ja, was haben wir denn hier? Da steht es auch. Erleben Sie David Warbeck Über dem Jenseits und Jeanette Agren Eaten Alive, also lebendig gefressen. Ja, unter anderem hat sie da auch mitgespielt. Nehmen wir das ruhig. Ja, dass wir halt wissen, um wen es sich hier handelt. Ein hervorragendes Motiv, der Film hieß auch Red Man, gab es ebenfalls in einem Slim Digipack von NSM, glaube ich. Da war das Cover ziemlich hässlich, ich weiß gar nicht, ob ich das noch besitze. Ich glaube, ich habe nur noch die große Artbox hier und das reicht vollkommen aus. Fantastisches Motiv, ein schöner italienischer Horrorfilm, so wie ich sie mag. Meine ganz klare Empfehlung, Red Man oder hier Terror House. Und machen weiter mit der Nummer 73 und die Frau vom heißen Fluss. Oh ja, die Frau vom heißen Fluss. Ja, Laura Gemser. Ein Film mit Laura Gemser war eigentlich immer relativ erfolgreich. Laura Gemser war halt trotzdem eine Schauspielerin, die recht viel ausgesagt hat in ihrer Nacktheit. Das kann ich mir jetzt heute eher wieder weniger vorstellen. Ja, das ist halt aber auch eine andere Zeit wahrscheinlich. Also ich kann euch jetzt die Faszination für Laura Gemser nicht wirklich näher bringen. Im Grunde waren ihre Filme immer so ein bisschen gleich, ist auch wie hier. Da liegt sie also mit einem Mann auf einem Laster, auf einer Ladefläche eines Lasters und beide erzählen sich dann, wie sie sich gegenseitig durch die Welt gepimpert haben. So ungefähr könnte man das ganz salopp zusammentragen und mehr ist nicht. Muss man leider sagen. Ja. Das Ganze hier, das Ufa-Sterne-Design. Das KBV limitiert auf 22 Stück und die Frau vom heißen Fluss. Nichtsdestotrotz ein exklusives Ding. Ja, und einer der, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber damals war das so eine der gesuchtesten X-Rated Hardboxen, die es gab. Also die musste man erstmal auftreiben. Und wenn, dann war sie teuer. Gab dann auch noch dieses Motiv hier, das habe ich dann auch noch. Das gefällt mir etwas besser tatsächlich, weil es halt gezeichnet ist. Ich bin ein Freund gezeichneter Motive. Das sticht mir halt persönlich mehr ins Auge. Ob es besser ist, weiß ich nicht. Ja, aber mochte ich ganz gerne. Noch nie waren die Liebesszenen so realistisch wie in diesem Film. So soll es sein. Und die Frau vom heißen Fluss brauchen wir nicht näher darauf eingehen, haben wir getan. Und machen weiter mit der Nummer 74 und Django leckt Staub von meinem Colt oder auch tötet Django. Und wieder einer der besten Italo-Western, die ich kenne. Auch das, ein hervorragender Western, auch relativ bekannt, ein super Ding, ja, auch relativ blutig, ja, auch hier wieder ein recht harter Italo-Western. Ich glaube, alles, was so ein bisschen blutig war im Italo-Western-Bereich, gab es auch von X-Rated. Da kommen wir dann im Laufe der Zeit noch drauf. Da gibt es noch einen, den man gesehen haben muss, und den gibt es auch von X-Ray, der kam nur etwas später. Aber hier haben wir auch wieder relativ hart, relativ blutig, wie auch fünf blutige Stücke. So ähnlich war das. Töte Django ist eigentlich auch durchweg ein Begriff. Also den kennt man. Thomas Milian, ein hervorragender Charakterschauspieler, spielt hier die Hauptrolle in diesem hervorragenden Rachewestern. Sollte man unbedingt mal gesehen haben. Ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann holt das mal nach. Ja, ein Film von Lamberto Bava mit der Nummer 75 und Per Sempre, der Killer aus dem Jenseits, der die Roger Corman lebendig begraben Geschichte so ein bisschen aufgreift. Der war richtig gut. Ein hervorragender, wunderschöner italienischer Horrorfilm. Das sehen wir auch hier hinten an den Bildern schon. Der hat sich gelohnt. Der war schön gemacht. Ein Farbenrausch an sich, das sehen wir auch auf dem Cover schon. Das gibt die Marschrichtung für diesen Film vor. Relativ spät erschienen, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, aus welchem Jahr der war. Ach da, Italien 1988, genau. Also ein relativ später italienischer Film, aber nochmal einer, der es in sich hatte. Den fand ich richtig gut. Per Sempre, der Killer aus dem Jenseits. Und machen weiter mit der Nummer 76. Und Paganini-Horroren schlagen die Kerbe zurück an den Anfang unserer Reihe, als wir schon mal über Paganini-Horror
gesprochen haben. Da gab es ja die Nummer 0, ja, für Luigi Cozzi, diese Promo-Box, und hier ist jetzt quasi die fortlaufende Box, so wie sie auch erschienen ist, dann mit dem gelben Schriftzug. Das habe ich euch ja damals schon mitgegeben, dass hier der Schriftzug einfach gelb war. Ich habe ja schon über Paganini Horror gesprochen, der sehr gut war. Auch hier wieder eine Doppeldisc mit massenhaft Ausstattung, ja, auf zwei Discs vertreten. Das Ganze hier, diesem wunderschön gezeichneten Motiv, ein wunderschöner italienischer, ja, Slasher, nennen wir es halt mal Slasher, ne? War schon so eine Art Slasher-Film, so eine Mischung aus Giallo und Slasher, würde ich jetzt mal stumpf daher sagen. Ja? Und mach weiter mit der Nummer 77 und Blutiger Schatten oder Bloodstained Shadow. Das Ganze sieht dann so aus, aus der X-Rated Italo-Giallo-Serie Nummer 2. Ja, ein sehr schöner Giallo, ja, von Antonio Bido, genau. Ich weiß gar nicht, ob der mir weiter im Begriff ist. Ich habe den Namen Antonio Bido schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was ich damit weiter noch assoziieren soll, außer hier Blutiger Schatten. Wir können mal kurz Antonio schuf für diesen Film seinen ganz persönlichen Beitrag zum damaligen italienischen Giallo-Welle mit viel Feingefühl, einer überraschenden Story und den venezianischen Originalkulissen. Wird dieser Giallo nur noch von seinen streckenweise ausgespielten Szenen übertroffen? So steht es hier. Ja, ich weiß auch, dass der mir sehr gut gefallen hat. Auch einer der besseren Giallo. Man muss ja sagen, dass ich durch X-Rated eigentlich erst zum Giallo kam. Ja, es ist schon so, dass nach der Schwanz des Skorpions und so habe ich da ein bisschen Blut geleckt für den Giallo. Das kannte ich vorher noch gar nicht. Und hier hat halt X-Rated eine hervorragende Reihe gehabt, weswegen ich natürlich immer sehr, sehr viel Gutes mit diesen Giallos verbinde. Ja, die haben mich einfach ein bisschen geprägt und der war richtig gut. Ich muss es mal da hinlegen. Gibt es dann auch noch eine spätere Auflage, nämlich diese hier, die nicht minder gut aussieht. Ja, auch hier The Bloodstained Shadow, Blutiger Schatten von 1978. Das Ganze sieht dann so aus. Limitiert ist das ganze Ding auf. Steht gar nicht da. Ich habe hier auf jeden Fall die Nummer 27. Meistens sind es 44er. Ne? Müsste ich jetzt tatsächlich. Ja, ich will es jetzt nicht hinauszögern. Ich sehe es gerade nicht. Vielleicht habe ich auch Tomaten gerade auf den Augen. Es kann natürlich auch sein, dass es hier irgendwo steht, aber ich sehe es nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Das Ganze sieht dann so aus. Ja. Schauen wir mal, ob dort die Blu-ray drin war. Ja, so ist es auch. Genau. Solamente Nero. Hier haben wir dann auch schon die Blu-ray drin. Also könnt ihr auch schon zur großen Blu-ray-Hardbox greifen, wenn ihr das möchtet. Und machen weiter mit der Nummer 78 und Caligula 3 und 4. Joa, Caligula 3 und 4. Naja, also fangen wir mal vorne an. Caligula ist ja ein Skandalfilm. Der hinlänglich bekannt ist, also den kennt man einfach, ja, Caligula, da hat man schon mal was von gehört, es war auch krasser Stoff, ja, muss man wirklich sagen, finde ich bis heute übrigens, der war echt gut, und dann kam Caligula 2, ein Film von Joe D'Amato, ein hervorragender Film von Joe D'Amato, einer seiner besten, Caligula 2 war fantastisch, der wird uns auch später noch begegnen in der X-Rated-Reihe, The Untold Story, Caligula 2 war über jeden Zweifel erhaben, ein hervorragender italienischer, ja, Sandalenfilm, aber sowas von abgefahren, ja, das muss man gesehen haben. Also der war wirklich crazy. Ja. Caligula 3 und 4 hatte dann nicht mehr ganz so diese Klasse. Das muss man auch schon sagen. Dennoch mal eine sehr teure Box gewesen. Das weiß ja auch noch, dass die mal sehr schwer zu bekommen war. Warum, weiß ich gerade nicht. Beide Filme waren eigentlich ganz okay. Zumindest der Imperator des Schreckens, an den konnte ich mich erinnern, der war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die Sexsklavin des Cäsar, da weiß ich jetzt nicht. Ja, müsste ich tatsächlich lügen, also das müsste ich nochmal sichten, das weiß ich gerade gar nicht. Ich zensiere jetzt auch hier mal nicht, hier ist jetzt nichts weiter zu sehen, was jetzt so schlimm wäre. Und die Nummer 78, Caligula 3 und 4 oder Imperator des Schreckens und Sexsklavin des Cäsar. Und machen wir weiter mit der Nummer 79 und wieder einem hervorragenden Giallo. Die Italo-Giallo-Serie Nummer 3, ein Film von Ruggero Deodato und der Tod wartet in Venedig, einer der besseren Deodatos, nach Cannibal Holocaust und noch, ja, Mondo Cannibale 2, der Vogelmensch. War Deodato trotzdem ein Regisseur, der jetzt nicht immer so die hervorragendsten Filme produziert hat, sagen wir es mal so. Da gab es auch viel, was jetzt nicht ganz so krass war oder nicht ganz so. Naja, krass ist das vollkommen falsche Wort.
nicht ganz so herausragend war, sagen wir es mal so. Ja. Für den Namen Ruggero Deodato, der ist ja wie Donnerhall, war es schon so, dass seine Filme mitunter nicht immer die besten waren. Ja, aber gut, bei wem war das schon so? Ja, das war bei Lucio Fulci auch nicht so. Also ich will hier Ruggero Deodato auch nicht Unrecht tun. Aber hier hat er einen hervorragenden Spätgiallo geschaffen, der sehr, sehr gut war. Wieder mit Donald Pleasence in der Hauptrolle. Der war super, dieser Film. Den kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr einen guten Giallo schauen wollt, dann nehmt Der Tod erwartet in Venedig. Hier mit der Nummer 79. Der war nämlich fantastisch. Entschuldigt bitte. Die Disc sieht dann so aus. Ja, könnte ich aber wieder gucken. Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen und finde ich immer wieder gut. Ja, kann man sie immer wieder anschauen. Und die Nummer 80, Draculas Braut, ein Film von Saoirse Rolin. Ja, Saoirse Rolin hat nie meinen Geschmack getroffen. Ja, das ist jetzt sehr subjektiv, was ich jetzt sage, aber ich mochte die Filme von Saoirse Rolin einfach nicht. Ja, keine davon. Also nicht mal The Living Dead Girl, der ja eigentlich meiner Meinung nach, glaube ich, am bekanntesten ist. Zumindest war das auch der erste, den ich kannte. Das Gute an Saoirse Rolin war, er hat seinen ureigenen Stil gehabt. Das muss man schon sagen. Man hat Filme von Saoirse Rolin relativ schnell erkannt. Ja? Der sehr viel Kunst und Kunsteinflüsse hat in seine Filme fließen lassen. Mit dieser Poesie, mit der er versucht hat, etwas zu erzählen. Aber das muss einen halt mitnehmen. Und das war bei mir leider nicht so. Also ich fand die Filme nicht schlecht. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh, war der gut. Also das ist eigentlich, die konnte man gucken, nicht immer. Meistens konnte man sie sich anschauen, da war das ganz okay. Aber viel mehr kann ich euch darüber nicht mehr sagen. Ja. Dazu kommt auch die Produktion, die hier, das sind ja spätere Auflagen. Der Film ist jetzt von 2001. Das ist auch dann nicht mehr ganz so der Saoirse Rolin-Stil, den man sich vorstellt. Also das ist halt dann schon sehr neu. Trotzdem schön, dass X-Rated die gebracht hat. Sonst würde es wahrscheinlich diese Filme auf DVD nicht geben. Würde ich jetzt fast mal tippen. Müsste mich jetzt natürlich auch nochmal belesen, ob da dann irgendwann mal noch was kam. Aber damals war das schon so, dass diese Filme einfach neu waren. Das waren halt Exklusivauflagen von X-Rated, ne? Also etwas, das es halt vorher auf DVD noch nicht gab. Und das alleine ist halt schon ein sehr schönes Merkmal von dieser Reihe. Da gibt es ja massenhaft Beispiele. Das könnte man beliebig fortsetzen, so auch mit der Nummer 81 und Ghost House 2. Der erste Ghost House von Umberto Lenzi, der war hervorragend gut und der zweite war nicht minder schlecht. Der zweite von Lamberto Bava gedreht, war eine italienische TV-Produktion und dieser Film war super. Ja, eine wunderschöne Spukschloss-Atmosphäre, war natürlich jetzt nicht sonderlich blutig, logisch, es ist eine TV-Produktion, aber alleine das Monster, hier unten sehen wir ihn. Der hat so ein Rüschenhemd an und es war immer lustig, wenn er kam. Also muss man sagen, das war schon cool gemacht, aber ansonsten hat er schöne Bilder eingefangen. So stelle ich mir einen Horrorfilm vor, so gefallen sie mir, so sehe ich sie auch gerne. Dieses wunderbar gezeichnete Motiv, das einfach fantastisch aussieht, sagt selbst. Das ist natürlich schon was ganz Besonderes und der Film hat auch richtig Spaß gemacht. Also den kann ich auch nur immer wieder empfehlen. Und gibt es halt auch nur so von X-Rated. Ich glaube, dass es nach wie vor sogar der Fall ist. Also auch hier haben wir wieder einen ganz klaren Pluspunkt, warum X-Rated gut ist. Ja, weil X-Rated sich Gedanken macht, was man uns denn spendieren könnte. Ob wir es da gut finden oder nicht, ist ja Gott sei Dank nicht Aufgabe des Labels. Das müssen wir schon selbst herausfinden. Ja, und dann machen wir weiter mit der X-Rated Nonploitation-Serie Nummer 4 und die Nonne von Monza. Ja, das ist der bekannteste Nonploitator. Also den kennt man. Das war mir auch als Kind schon irgendwie ein Begriff. Also ich weiß, ich habe den Film sicherlich nicht gesehen als Kind, das glaube ich schon nicht. Aber der Titel sagte mir schon irgendwas. Also vielleicht aus der Fernsehzeitung oder wie das damals halt so war. Ne? Aber das war mir wirklich geläufig. Den kennen auch viele. Das ist, glaube ich, der bekannteste Non-Ploitator, den es gab. Ja? Hier in diesem hervorragenden Covermotiv. Es ist nicht gezeichnet und trotzdem sagt es sehr, sehr viel aus. Ja, skandalös für mich als Katholik. Auf wie viel ist denn die limitiert? Auf 1000 würde ich jetzt mal tippen. Ich würde behaupten 1000, weil hier drin, also es steht hier nichts drauf, aber hier drin ist halt eine Nummer.
Da hatte ich mal ein bisschen geschmiert. Aber ich würde mal sagen, das ist die 887. Ja, und wenn es die 887 ist, würde ich jetzt ganz stumpf mal sagen, es gab 1000 Boxen davon. Wie gesagt, ich konnte ja jetzt auf die Schnelle nichts erkennen. Weiß nicht. Ist auch nicht wichtig. Aber es fällt ja halb auf, wenn man es aufmacht. Ne? Wenn wir schon bei so einem Overview sind, kann man das mal machen. Ja, die Nonne von Monza. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie ich die Nonne von Monza fand, könnte ich euch das auf Anhieb gar nicht sagen, weil ich erinnere mich an die Nonne von Monza nicht sonderlich. Ja, seht ihr, ich muss es auch ab und zu mal nachholen. Ich habe den sicherlich auf DVD von X-Rated mal gesehen. Ich meine nämlich, alle Filme von X-Rated schon einmal gesehen zu haben. Oder war sicherlich auch die Nonne von Monza dabei, aber ich erinnere mich gerade nicht mehr. Was halt auch daran liegt, dass ich kein Exploitation-Experte bin. Und ja, ne, dann verschwimmt es so ein bisschen bei mir, weil ein Exploitator für mich so ein bisschen wie der andere war. Machen wir weiter mit der Nummer 83 und Dark Forest, Aliens des Grauens, eine Full Moon Produktion und eine der missverständlichsten Boxen von X-Rated, die es gab. Wenn man ihn hier vorne sich mal anschaut, ist es eigentlich schon fast klar im infantilen Humor, was wir hier für eine Gangbang-Krache vor uns haben. Gangbang-Krache vor uns haben. Zumindest sieht es so aus. Aber wir sind ja Gott sei Dank mittlerweile in einem Alter, wo man nicht jeden Mist ausmelken muss. Ja, ich würde trotzdem sagen, das Cover ist etwas ungünstig gewählt in diesem Fall. Ganz auch ein anderes Covermotiv, das dann besser war. Das sieht halt etwas seltsam aus, aber es sind natürlich keine Spermiden. Nein, darauf will ich auch gar nicht hinaus, weil das war ein ganz gutes Alien-Rip-Off tatsächlich. Der war gar nicht mal so schlecht. Konnte man natürlich jetzt mit Alien nicht vergleichen. Gab es natürlich auch bessere Alien-Rip-Offs, logisch. Ja, gerade in den 80ern, der Film hier ist von 1992. Das war dann schon wieder was ganz was anderes. Aber trotzdem, den konnte man sich anschauen. Der war eigentlich ganz gut gemacht. Typische Full Moon-Produktion. Hat mir aber eigentlich ganz gut gefallen. Das Undercover-Motiv, das mir jetzt auf Anhieb noch geläufig ist, war dann das da. Genau, das sah dann so aus. Und war eigentlich auch ganz gut gemacht. Angriff der Körperfresser. Warum auch nicht? Machen weiter mit einem Film von Zeugenjäger. Jess Franco. Danke. Von Jess Franco. Desade 2000. Puh, Desade 2000, ja. Das ist ein ganz. Also ein relativ früher Jess Franco, ich meine Anfang der 70er, wenn das nicht sogar 1970 war, der war eigentlich ganz gut gemacht. Ich mochte ja die Filme von Jess Franco ganz gerne und so fand ich auch diesen ja eigentlich ganz gut. Kommt noch ohne seine Muse aus. Ja, ich glaube, dass sie hier gar nicht mitspielt. Einen Augenblick bitte. Ich will nur mal drüber lesen, dass ich euch nichts Falsches sage. Ich glaube, Lina Romay war hier noch gar nicht vertreten. Genau, hier haben wir noch die Soledad Miranda. Ebenfalls eine, ja, ebenfalls eine Sexbombe, ich glaube, Spanierin. Die kam auch, ich glaube, sie tötete in Ekstase, da war sie auch vertreten. Auch hier spielt sie die Hauptrolle, da sehen wir sie auch, da ist sie. Der hat mir wirklich ganz gut gefallen. Ja, so ein Erotik, Drama, Krimi-Element, typisch für Jess Franco, da ist er übrigens, zu dieser Zeit. Fand ich gut gemacht. Würde ich mir auch immer wieder anschauen, ja. Auch nicht einer von Jess Francos besten, aber eine Lücke, die wir füllen können, ja, mit X-Rated. Und Jess Franco, die hätten wir nämlich ohne X-Rated auch massenweise nicht bekommen. Das ist eigentlich ganz gut, da hätte ich nämlich einiges auch verpasst. Die Nummer 85, Emmanuel Nera. Ja, Emmanuel Nera und ihre wilden Hengste. Ja, ein italienischer Sexploitation-Klassiker, so steht es auch hier, stellt eine völlig ungewohnte Mischung aus mehreren Elementen dar: Erotik, Sadismus, Humor, Thriller und ständig wechselnde Kulissen aus Italien und den USA. Ja, ja, wie fand ich denn den? Wenn ich ehrlich bin, war denn das? Da muss ich mal aufpassen, dass ich das nicht durcheinander bringe. Weil mir die Dame hier hinten, die wird uns noch öfter begegnen und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welchen Film ich jetzt da gesehen habe. Deswegen lasse ich das an dieser Stelle. Emmanuel Nera, ich kann euch gerade nichts empfehlen, weil ich weiß nicht. Ich weiß nicht, um was es hier so genau ging. Ich will jetzt auch nicht stumpf irgendwas vorlesen, aber die Principessa Nuda, die ist auch hier hinten drauf.
Da könnte es sein, dass ich gerade zwei oder drei Filme durcheinander werfe. Seht es mir bitte nach, dass ich jetzt hier nie unbedingt irgendwas erzählen will, was dann hinten und vorne einfach nicht stimmt. Ich erzähle oft mal Dinge, die nicht ganz richtig sind. Das ist einfach so, das ist menschlich. Ja. Ich bin auch kein super Experte auf dem Gebiet. Also ich verhaspel mich auch mal, habe irgendwas falsch in Erinnerung. Aber kompletten Quatsch erzählen möchte ich jetzt auch nicht über irgendeinen Film. Also machen wir einfach weiter mit der Nummer 86 und Die Nacht der blanken Messer. Ja, ein Film von Andrea Bianchi. Andrea Bianchi ist mir eben vor allem ein Begriff durch die Sexorgien der Roten Mönche, ja, oder The Red Monks. Daher kenne ich ihn in erster Linie. Ja, gut, oder in zweiter Linie. Andrea Bianchi, sein bekanntester Film war natürlich Die Rückkehr der Zombies. Das war auch mit weitem Abstand sein bester Film. Ja, die Rückkehr der Zombies, den fand ich richtig gut. Danach vielleicht die Sexorgie der Roten Mönche, der war nämlich nicht gut oder wesentlich weniger gut. Und dann haben wir aber hier die Nacht der blanken Messer und da hat Andrea Bianchi tatsächlich ganz gute Arbeit geleistet. Auch der Giallo hat mir sehr gut gefallen. Das ist hier die Italo-Giallo-Serie Nummer 4. Und den fand ich auch richtig gut. Ja. Die Nacht der blanken Messer hat begonnen. Auch hier wieder ein wunderschöner, bodenständiger Giallo. Den kann man sich getrost anschauen, ja, wer Giallo oder wer Gialli mag, ist hier sehr gut aufgehoben. Der ist bei X-Rated sowieso hervorragend aufgehoben. Ja. Die Giallo-Serie ist bis heute Kult. Das verfolgt man auch immer noch, dass es viele gibt, die explizit diese Giallo-Serie komplett sammeln möchten. Und das heißt dann schon was. Machen wir weiter mit der Nummer 87 und wieder einem hervorragenden Western. Ein hervorragender Western, ein ganz anderer Western, aber ebenfalls hervorragend. Satana noch warm und schon Sand drauf. Ja. Ein Film mit einer Bud Spencer-Synchro, das pfeift. Ja. Gianni Gago hier als Satana quasi, der immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Auch der hat mir sehr gut gefallen. Ein sehr schöner Western. Das ist jetzt natürlich keiner der härteren Gangart, ja, so wie wir es bei den Western vorher hatten, sondern der hat halt einfach eine hervorragende Bud Spencer-Synchro und auch das ist herzerfrischend. Ja, den habe ich auch schon ein paar Mal geguckt und finde den immer wieder gut. Das Ganze hier, das KWX auf 116 Exemplare limitiert. So sieht das Ganze dann aus. Einer der selteneren schwarzen Boxen. Ist es doch... Naja. Wir kennen ja das Problem der großen Hardbox, wenn man das ein bisschen so zeigen möchte. Hat man oft mal das Problem, dass sich die Disc verabschiedet. Man lernt damit zu leben. So sieht das Ganze aus, ja. Ich fummel das hier mal wieder rein. So. Und dann haben wir auch mal die Disc gesehen. Wie gesagt, das hier mit einem, also eine schwarze Box. Es war, ist immer eine Seltenheit bei X-Rated gewesen. Es gibt dann auch die erste Box, die ich hatte, war diese hier. Die ist mir auch am geläufigsten. Der Inhalt ist hier gleich. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr einen locker flockigen Western haben wollt, mit cooler Synchro, ja, und einem schön in Szene gesetzten Hauptdarsteller, nämlich hier Gianni Gago, seid ihr hier genau richtig, auch hier unten steht's. Jetzt hast du eine Beule im Bart, da bekommen die Plompen wieder Luft. Ja, das ist ungefähr das, was uns hier erwartet. Geiles Teil, sehr schöner Western, aber das sage ich auch nicht zum ersten Mal. Die Western von X-Rated, genauso wie die Giallo von X-Rated, diese Reihen, auch die Eastern, waren in der Regel immer sehr gut. Ja, also das war von X-Rated immer eine Reise wert. Hier die Nummer 4. Und machen weiter mit der Nummer 88 und der Fluss der Mörderkrokodile mit der saftigen Barbara Bach. Ja, auch relativ bekannt, kennt man. Ja, ist auch ein Begriff. Da gab es mal eine Box, die extrem teuer gehandelt wurde. Die war eine der teuersten, ja, Veröffentlichungen eigentlich komplett. Also Übergang, also nicht nur eine der teuersten großen Hardboxen, sondern eine der teuersten Veröffentlichungen, die es gab. Das war, glaube ich, eine 22er. Wenn mich nicht alles täuscht, nochmal ein UFA-Sterne-Cover. Aufgrund des Preises habe ich davon abgesehen. Ich habe diese hier und bin da sehr zufrieden damit. es muss nicht immer alles sein. Ja? Also das habe ich tatsächlich ausgelassen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch so viel wert ist. Das müsste ich nachschauen, das habe ich nicht mal. Also ich bin auch nicht so der... ja, nur weil es begehrt ist, muss ich es halt haben, ist Quatsch. Ja? Ich sammle in erster Linie Filme. Da darf es auch gerne mal etwas teurer sein. Auch ich greife natürlich zu Dingen, die
selten sind. Ja, da habe ich auch meine Freude dran. Ich will ja gar nicht heucheln, aber das ist nicht so mein Hauptargument tatsächlich. Der Fluss der Mörderkrokodile, wie gesagt, relativ bekannt. Sag ja zu Tierhorror Nummer 1. Damit ging es los. Ja, schöner Tierhorrorfilm aus Italien, den kann man sich anschauen. Der war auch sehr gut. Ich glaube sogar der beste auch. Müsste ich jetzt auch wieder lügen. Ja, da müsste ich jetzt ein paar Synapsen zusammenführen mit der Horror-Alligator und so. Also, das weiß ich jetzt nicht. Aber sehr gut gewesen. Oh ja, und Women Behind Bars oder Frauengefängnis 2. Ein Film, den Jess Franco back-to-back mit einem anderen Film gedreht hat. Und hat dann aus diesem Flickwerk, das er so nebenbei mit abgefilmt hat, gleich noch einen bodenständigen kleinen Film gemacht. Ja, sehr gut mit Lena Romay in der Hauptrolle. Hier haben wir alles, was das Herz begehrt. Nackte Damen, schmierige Nazis. Ist ja jetzt, ne, also ist quasi die Sylt-Edition, ja, um das Ganze mal so ein bisschen aktuell auf den politischen Stand zu bringen, was da zurzeit mal los ist. Ist schon bescheuert, ne? Muss man schon sagen. Manche Menschen lernen es nie. Ne? Es ist ja leider, leider, leider nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. So eine Art, naja, ich meine, ich war jetzt nicht dabei, aber so eine Art Massenphänomen, ne? Dass man auf so einen lockerflochigen Dance-Hit mal irgendeine Aussage draufhaut, die absolut bescheuert ist. Und es dann aber wahrscheinlich genug gibt, die sich davon anstecken lassen, weil lustig, ja. Nein, das ist nicht lustig. Das haben wir schon Anfang der 90er festgestellt. Ich bin ja auch jetzt etwas älter und ich kann mich noch gut daran erinnern, als dort in Rostock, Lichtenhagen und Mölln Asylantenheime brannten. Nein, das ist nicht lustig. Ja, und das ist auch anno 2024 immer noch nicht lustig. Ja, also, aber man konnte sich trotzdem ein bisschen beschämt darüber amüsieren, dass es immer noch genug Idioten gibt. Ja? Also das muss man schon sagen. Women Behind Bars, Frauengefängnis 2. Da waren wir eigentlich stehen geblieben. Das ist jetzt auch das, was uns besser gefällt. Ja, ein absoluter Heuler vor dem Herrn. Ein hervorragender Jess Franco. So wird's gemacht. Ja? Ein Film, so wie er nur von Jess Franco entstehen kann. Ganz einfach, sagen wir es mal so. Der hat mir unwahrscheinlich viel Freude bereitet. Hier mit der Nummer 89 und Women Behind Bars, Frauengefängnis 2. Und jetzt sind wir bei der Nummer 90 und der letzten Nummer für dieses Format oder für diese Folge, nämlich die Nonnen von Clichy. Auch da haben wir uns schon ein paar Mal drüber lustig gemacht. Die Nonnen von Clichy in einem Nonploitation. Ja, kann man natürlich machen. Infantiler Humor schadet zumindest niemandem, ja, sagen wir es mal so. Aber da, wie gesagt, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Der war nämlich auch ziemlich gut. Ja. Einer von Jess Francos besseren Filmen auf jeden Fall, wenn es nicht sogar eines seiner besten war, wenn ich so drüber nachdenke, war das einer, der mir immer gerne in Erinnerung geblieben ist. Hier aus der Nonploitation-Serie Nummer 5 und einem Film, den Jess Franco sehr gut umgesetzt hat. Der konnte ja durchaus, wenn er die Mittel bekam, die er brauchte, um anständig zu arbeiten, konnte ja anständig arbeiten. Ja. Man sagt immer, er wäre ein Schundfilmer gewesen, aber das trifft es meiner Meinung nach schon nicht ganz. Ja. Er war halt, er hatte es schwer, also ihm wurde es sehr schwer gemacht. Ja. Deswegen waren halt manche Produktionen, wie sie waren, nicht immer ganz glücklich. Aber er konnte schon, wenn er wollte, ja, wenn er Zeit hatte, wenn er die Mittel hatte, dann konnte er schon etwas erschaffen. Also er ist schon nicht umsonst einer der bekanntesten, naja, Exploitation, Sexploitation-Filme, die es jemals gegeben hat. Das Ganze kam hier übrigens mit einem Taschenbildband. Der sieht dann so aus. Ich habe ja die Taschenbildbände von X-Rated komplett, die waren eigentlich größer. Es gab dann schon diese speziellen, auf die Box zugeschnittenen, die man dann eben in die Box packen konnte. Das werden wir auch noch öfter sehen, dass da was mit drin ist, was ich eigentlich ganz gut finde. Ja, die Box hat auch ein wunderschön gezeichnetes Motiv. Hier haben wir einmal den Spine und hier dann einmal die Rückseite. Und damit sind wir am Ende dieser Folge tatsächlich angelangt und machen dann beim nächsten Mal weiter mit der 91 bis 120 an dieser Stelle. Also wir kommen ganz gut voran. Wenn man das so ein bisschen kurz hält, dann ist es tatsächlich gut gutierbar. Wir haben jetzt 45 Minuten gebraucht. Die Zeit nehmen wir uns ganz einfach, ja, und schauen uns mal an, was uns da X-Rated so zu bieten hat. Übrigens an dieser Stelle würde ich ganz gerne einwerfen, dass man das. So ein kleines Overview könnte ich zum Beispiel auch von XT noch hinterher schieben.
Wenn da Interesse dran besteht, würde ich das machen. Ja, XT habe ich, glaube ich, auch die Boxen ziemlich komplett. Nicht alle, aber so ziemlich. Auch da würde ich ganz gerne mal mit euch wieder einen Blick drauf werfen, was es dort viele Klassiker gab, über die wir dort sprechen können. Wenn ihr das wollt, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Da würde ich das vielleicht folgen lassen. Wenn es niemand interessiert, müssen wir das auch nicht machen. Ja, so ein Overview ist jetzt nicht immer. Ja, muss man nicht machen, kann man machen, wenn Interesse daran besteht, meist. Wenn weniger Interesse daran besteht, dann mache ich es halt nicht. Ne? So, ganz einfach. Schreibt es mir halt bitte unten rein. Das wäre ganz gut zu wissen. Und wenn ihr das sehen wollt, dann machen wir das. Wenn wir hier mal fertig sind, das wird noch ein bisschen dauern, aber dann können wir XT ruhig mal mit einschieben und uns doch mal die ganzen Klassiker nochmal anschauen. Da gab es halt alles, was Rang und Namen hat. Ne? Das haben wir jetzt bei X-Rated nicht. X-Rated ist besser, weil X-Rated halt einen ureigenen Stil hat und Filme hat, die man sonst nicht so kennt, ja, und auch Cover-Artworks mitbringt, die man sonst nicht so kennt. XT auf der anderen Seite, da gab es halt mit ganz großer Masse das, was wir halt alle kennen und lieben, aber halt auch in der großen Artbox, ein Label, das mir auch sehr lange begleitet hat, ja, muss man auch sagen, glasklar. Genau, und das könnte man machen, wenn da Interesse daran besteht, dann gebt mir Bescheid. Wir werden uns dann an dieser Stelle alsbaldig wiedersehen, denn es wird, ich spoilere jetzt ganz einfach mal was, ja, für alle, die gerade zuschauen, ich werde diese Tage ein Special veröffentlichen über einen Mann namens Thomas Kretschmar. Wenn ihr Thomas Kretschmar nicht kennt, dann bleibt, stay tuned auf diesem Kanal. Ich werde euch etwas über einen Mann erzählen, der, das ist einer der besten Charakterschauspieler, die es in Deutschland jemals gab, ja. Das nehme ich gleich mal vorne weg. Das ist vielleicht subjektiv, aber ich werde euch erklären, warum ich das so sehe. Und ich bin da von Thomas Kretschmar persönlich sowas von versorgt worden mit hervorragenden Dingen. Ich muss mich da noch ein bisschen durchschauen. Ich bin noch nicht ganz fertig, sonst hätte ich es schon gemacht. Weil ich will euch ja auch etwas darüber näher bringen. Ich habe dort Filme bekommen, wo er mitspielt, die kenne ich noch nicht, die würde ich gern vorher noch schauen, aber da werde ich hier ein umfassendes Special über diesen Mann machen und da werden wir uns in den Independent-Bereich Deutschlands begeben, dass uns der Schlüpfer qualmt. Ja? Da habe ich habe letztens so geile Sachen gesehen, das müssen wir uns zusammen mal anschauen. Absolut, das müssen wir uns zusammen anschauen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da mit reinschaut. Thomas Kretschmar wird sich ebenfalls freuen, bin ich mir sicher. Das wollte ich schon sehr, sehr viele Jahre lang machen und jetzt ist es endlich soweit. Ja, dass ich hier was Anständiges draus zaubern kann. Also würde ich mich freuen, wenn ihr da auch mit dabei seid. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge dieses Overviews zu gegebener Zeit. Bis dahin gehabt ihr euch wohl. Tschö mit euch und Buh!